Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Wie ihr sehen könnt, die Saison im Oktober habe ich jetzt nicht so erfolgreich auf Rang 22 abgeschlossen. Liegt daran, dass ich nicht so viel gezockt habe. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Bonussterne für die Saison. Die neue. Und ich starte auf 42. So, was ist das hier? Die Schlotternächte in der Arena sind bald vorbei. Vergesst nicht, eure aktuelle Runde abzuschließen, bevor sie abläuft. Und ja, eine Kostümparty. Einmal Arena-Zugang gratis. Läuft. Und die dunkle Seite. Die Schlotternächte haben begonnen. Schaut in der Arena vorbei. Die Helden verkleiden sich und spielen mit zwei Klassen. So, und wie ihr schon sehen könnt, in den Channel Click News mehr dazu. Hier zum Vorverkauf für das neue Set, und das im Dezember kommt. Oh, schon der Kopf wurde Leiter im letzten Kartenchaos. Ich hab's nicht gepackt, ich schaff den aber nicht. Ist mit diesem scheiß Kopf und alles halt die Fresse hier. Ist mit dem scheiß Kopf und alles ist echt anstrengend. Und, ja, ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Arena. Und, was nehme ich denn? Ich nehm Garrosch. Ja, so, Krieger-Schamane, Krieger-Hexenmeister, Krieger-Jäger. Unsere zweite Klasse, dann nehme ich Krieger-Schamane. Boah, ist das laut. Mal kurz hier runterdrehen. So, Rüstungsschmiede, ne, halt jetzt mal eins Rüstung, wenn ein befreundeter Diener Schaden erleidet. Und rein. Oh, ich mache immer lauter und nicht leiser. Aha. Fügt einem Diener für jede eurer Rüstungspunkte einen Schaden zu. Rasselnder Rabauke, Kampfschrei, ruft ein Skelett herbei. Todesröcheln, ruft eins für euren Gegner herbei. Arkan 12? Kostet ein weniger für jeden Zauber, den ihr in diesem Spiel braucht. Also, nehmen wir doch einfach mal den rasselnden Auer-Arkanitschütter, ist klar. Ich brauche ein bisschen was Schnelles. Nehmen wir mal den Wolkenspitze. Kann ich hier nicht random machen? Das ist viel cooler irgendwie. So, wählt eine eurer Karten. Pflichtverteidiger, 07 Spott. Nehmen wir rein. Entdeckt einen Diener mit Spott. Gesichtsloses Ungetüm. Eisfischen. Zieh zwei Mörder aus dem Deck. Ich nehme das Ungetüm. Riesenwespe. Verstohlenheit giftig. Windzorn. Verleiht einem Diener Windzorn. Todesröcheln. Zieht eine Karte. Unverziertes Ei. Ich nehme den hier. Noch ein Akanitschütter. Froststar. Ich nehme noch ein Akanitschütter. Teufelsaurier-Ei. Todesrechen, ruft einen Teufelsaurier herbei. 5-5. Kampfschrei, vertauscht Angriff und Leben eines Dieners. Fügt einem Diener einen Schaden zu, ruft einen Schleim 2-2 herbei. Blut zu Sekret. Was, Ei, das müsste angegriffen werden dann, ne? Ja, den hier. Gucken. Pickelaubenheizer. Na, hört sich gut an. Kampfschrei hält Ansturm, wenn ein feindlicher Diener Spott hat. 5. Mana fügt allen Dienern außer Mönus 2 Schaden zu. Und Bombensiedlerin Kampfschrei fügt einem feindlichen Diener 5 Schaden zu. Tut es euch und fügt eurem Helden 5 Schaden zu. Ich nehme die Sau. So, Moorschleicher mit Spott fügt einem Diener 1 Schaden zu. Der Diener hat plus 2 Angriff. Den Moorschleicher. Altet 5 Rüstung, zieht eine Karte. Kampfschrei stellt 3 Leben wieder her. Spotter. Und Schildmeister. Was ist das denn hier, ey? Kampfschrei, Jadegolem. Achso. Ruft einen Jadegolem herbei. Jadegeist. Verleiht am Ende eures Zuges einem zufälligen Diener auf eurer Hand plus 2 plus 2. Kampfschrei verleiht einem befreundeten Diener plus 4 plus 4 und Spott. Das ist nice. 7 Mana zwar heftig, aber ist nice. So, da nehmen wir ihn. Auf jeden Fall. Hinrichten. Erdschock. 4 Murlocs haben wir. Erdschock. Bringt einen Diener zum Schwanken, für den wir Schaden zu. Ich nehme den hier. So, nochmal hinrichten. Der Schicksalshammer. Kryostase. Verleiht einem Diener plus 3 plus 3 und friert ihn ein. Blutkrieger. Erhält eine Kopie jedes verletzten befreundeten Dieners auf die Hand. So, entfesselter Elementar. 3 Mana, 2 Mana. Friert einen Feind. Dann kann ich als Team von Zauber oder Händigkeiten gewählt werden. Nicht schlecht für einen Mana. Geht. Der Arkangolem für 3 Mana. Gebt eurem Gegner einen Mana-Kristall. Kampfschrei. Verleiht einer zufälligen Waffe auf euren Plus 1 plus 1. Wenn dieser Diener Schaden verursacht, erhaltet ihr jedes Mal ebenso viel Rüstung. So, jetzt ist gut drin.
Weckt der Berserker, fügt jedem Diener, den ihr ausspielt, einen Schaden zu. Zauberschaden plus 1. Nachbardiener haben plus 2 Angriff. Dann nehmen wir jetzt Totem mal. Ich weiß, ich gehe hier wahrscheinlich komplett komisch vor und ohne Sinn und Plan und so. Aber mir egal. Blitzschlag? Nehmen wir den Blitzschlag. So, eifriger Initiant. Verlernt einen Freundlichen plus 1 plus 1 Eisfischen. Ultrasaurus. Und nehmen wir den Initianten. Elender Bauer. Ihr Elite-Soldaten. So. Nehmen wir den Kampfrausch mit, um ein bisschen zu stärken noch. Rückklingen, Kampfschrei und Turnsrechnung fügen an, die dann einen Schaden zu vielleicht am Ende des Zuges einem zu finden. Auf eurer Hand plus 2 plus 2. Nehmen wir mit. Schattenhammer. Todesröcheln. Ruft einen Elementar. 4-2 dabei. Verleiht einem Diener plus 3 plus 3 und führt ihn ein. Ruft Kopien eurer verletzten Diener dabei. Die Stase diesmal. Verleiht einem Diener plus 1 plus 1 für jedes eurer Totems. Fügt einem jedem Diener, den ihr ausspielt, einen Schaden zu. Halt 2 Elementare. Ich nehme das hier. So, Spalten. Zuchtmeister. Das hört sich auch gut an. Ja. Dieb ist gut. Verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand, der Spott hat, plus 3, plus 3. So, ich werde hundertprozentig verlieren. Wie immer. Aber ich muss es ja mal probiert haben hier mit der Arena zu den Schlotternächten. Solange sie halt noch da sind. Von daher läuft das. Übrigens, habt ihr das gleiche Problem hier? So mit dem Teil? Das ist bei mir ständig irgendwie. Such mal schneller. Da. Würdiger Gegner. Garrosh gegen Jaina. Muss drei Siege machen. Sieg oder Tod. Gut, ich würde den Moorkriecher erstmal wegpacken. Den behalten. Gucken. Ja, sehr schön. Ist mal nicht schlecht, würde ich sagen. Garrosh mit Totems. Geil. Doch, Puppe. Komm nicht los, Brian. Gott danach. Kürbis! Kürbis klatschert, Kürbis klatschert. Hallo, Jaina. Hallo. Oh. Ich frage mich. Was kann ein Kaffee oder was? Umso besser, wenn der Gegner AFK ist, kann ich gewinnen. Na, doch nicht. Gut so, vielen Dank. Der Meister kommt. Und fertig. Weiter geht's. Spielt ihr gern mit Feuer? Ich spiele einen Mana-Kristall. Mach das auf ihn und spiele noch mein Flammenzungen-Totem und greife sie direkt an. Ja. Nase juckt! Kriegen in der Kabale. Kampfschrei. Entdecken. Wählt eine von drei Karten aus und erhaltet diese auf die Hand. Okay. Flumm! Still sein, Roma. Cool. So. Weiter geht's.
konnte ja jetzt das Mana nicht nutzen durch die Überladung. Schau, was für Großmütterchen! Großmütterchen, ruf einen großen bösen Wolf herbei. Fick dich! Unakan-Schnitter. Aber ich würde erstmal hier. Die hier ausspielen. Nein, ich Idiot! Ich Idiot! Ein Geheimnis. Fuck! Das hätte ich nicht machen dürfen. Ich hätte mir ein bisschen was erspart. Na gut. Dann halt nicht. Habe ich mir den hier als Kopie? Ich denke nicht. Spott, wenn dieser Diener Schaden verursacht, halt ihr eben wie viel Rüstung. So! Oh Gott. Mein Nase. Greifen wir mal. Das Geheimnis. Ich vergaß. Verdammt! Das war ein fieses Geheimnis. Das ist nicht sicher. Immerhin zwei Rüstung. Kampfschreier hält an schon, wenn ein Diener feind. Wenn ein feindlicher Diener Spott hat, ja, nee. Verstohlenheit könnte ich. Den und den ausspielen. Mach doch einfach mal. Ich beende erstmal meinen Zug. Na komm, na komm. Oh! Okay. Ach du Scheiße. Warum mal einen Schnitt daraus? Rüstung, die passt. Look da, Ogre. Das war's. Das ist fies, fies, ey. Geheimnis ausgespielt hier. Guten Freunden gibt man schon mal ein Stückchen. Ein Spotter. Das ist Bingo. Ja. Ja. Noch ein Spotter. Wunderbar. Und ich greife direkt an. Oder nicht? Ach ja. Oh. Scheiße. Scheiße! Mann! Ja, bei dem Geheimnis hätte ich vielleicht aufpassen müssen. Komm, Mitternacht. Hm. Aber man sollte sich in der Arena vorher eine Strategie zusammensuchen. Oh, scheiße. Das kommt davon, wenn man ohne Strategie sich ein Deck zusammenstellt. In der Arena. Obwohl ich es ziemlich schwer finde, immer nur drei Karten und weiß nicht, also nichts kommt. Ja. Ah, drauf geschissen. In den nächsten Folgen gibt es wieder mehr gewertet. Da läuft es dann ein bisschen besser, da habe ich ja mein Deck. Das war's! Oh, Scheiße! Aber das waren die Arena-Schlotternächte. Ich hätte euch gern mehr gezeigt oder hätte gerne gewonnen, aber... Hm. Ja, man hat halt drei Niederlagen hier, ne? Jo, jo, jo. Das Coole ist halt, man kann sich wirklich einen Charakter aussuchen und dann eine andere Fähigkeit mit dazu nehmen. Hätte ich vielleicht mal vorher bedenken sollen. Habe ich nicht gemacht. Nur Scheiße. Naja, na gut. In den nächsten Folgen gibt's dann wieder mehr gewertet. Dazu mehr in den Channel Click News. Quick Click News und ja, wenn es euch gefallen hat, liked, teilt, kommentiert, abonniert und so weiter. Mir macht das Spiel nach wie vor viel Spaß, auch wenn ich ziemlich oft auf den Sack kriege.
Und in diesem Sinne sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!